Frühstück auf Schatz aus dem Schacht. Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Ja Leute, ich bin den ersten Tag von der Gamescom wieder daheim und ich muss euch sagen, es war einfach richtig geil. Na, es hat mega viel Spaß gemacht, aber ich bin auch total im Arsch. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Meine Füße fühlen sich an wie so übergroße Hobbit-Füße. Also echt brutal gewesen, aber auf jeden Fall ein Erlebnis, was ich in meinem ganzen Leben nie wieder vergessen werde. Man hört schon ein bisschen an meiner Stimme, ich bin auch ein bisschen heiser und ja, es war einfach, wie gesagt, richtig geil. Ich habe richtig geiles Filmmaterial, das werde ich jetzt die kommende Woche für euch zusammenschneiden. Es sind richtig geile Aufnahmen dabei und ja, wie gesagt, ich freue mich einfach mega. Auf jeden Fall bin ich ja heute wieder den ersten Tag daheim und dann dachte ich mir, okay, nimmst du einen schönen Kaffee, chillst einfach mal vor deinem PC und guckst mal so ein paar Videos wieder an, was so in letzter Zeit online gekommen ist. Und da bin ich auf I Love Cookies Channel gegangen und dachte mir, what the fuck, warum wird mir kein Video mehr angezeigt? Na, hab das noch 3-4 Mal aktualisiert und ja, es war einfach kein Video mehr da und dann dachte ich mir, irgendwas stimmt hier nicht. Hab auf der Facebook-Seite mal geguckt, um vielleicht irgendwie ein Statement zu bekommen, warum keine Videos mehr da sind. Und da habe ich die Nachricht gesehen von I Love Cookies. Ich werde die euch unten verlinken und jetzt nicht extra einblenden. Auf jeden Fall ist es halt so gewesen, er war halt immer auf der Gamescom mit einem Presseausweis, hat angeblich diesmal keinen Presseausweis bekommen. Warum auch immer, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat natürlich das ein bisschen gefrustet und irgendwann haben sie halt so Fastpasses bekommen. Und sie haben sich halt gedacht, okay, weil einige andere YouTuber auch keinen Presseausweis bekommen haben, kopieren wir einfach, also drucken das einfach nochmal aus, diesen Fastpass, dass die anderen größeren YouTuber, die dann halt anscheinend irgendwie mit ihnen Kontakt hatten, ja auch einfach mal BO3 ein bisschen länger spielen können, um euch da draußen Feedback zu geben, wie es denn ist, wie sich das Game spielen lässt und so weiter. Und irgendwie hat dann ein Security-Mensch gemerkt, okay, hier ist ein kopierter Ausweis, also der ist nicht echt. Und ja, dieser Typ hat natürlich dann I Love Cookies mehr oder weniger verraten. Daraufhin hat dann I Love Cookies Besuch bekommen von jemand von Activision und der hat ihm gesagt, er hat jetzt 24 Stunden Zeit, alle Videos runterzunehmen, die irgendwas mit COD zu tun haben, und er entzieht ihnen alle Lizenzen und Rechte an seinen Videos, wo er irgendwie ein CRUD-Gameplay im Hintergrund verwendet hat. Und ja Leute, was soll man dazu eigentlich noch sagen? Ich finde das wirklich wieder eine krasse Sache. Natürlich war das nicht okay, er hat ja das auch in seinem Post geschrieben, dass er selber eingesehen hat, dass das keine feine Sache gewesen ist, die ihr da gemacht hat, aber trotzdem, ihr müsst euch das einfach mal vorstellen, wenn dann jemand kommt wegen so einer Sache, entzieht euch alle Lizenzen, ihr müsst alle Videos runternehmen. I Love Cookies hat ja auch geschrieben, dass es das Ende für seinen Channel ist, wenn er es nicht wieder online stellen kann. Komisch ist irgendwie, dass so viele Sachen während der Gamescom, nach der Gamescom oder genau vor der Gamescom entstehen, egal ob das jetzt wieder mit diesem Turnier war, was ich ja im letzten Video schon mal angesprochen habe, ob das jetzt mit I Love Cookies und so weiter, ich verstehe das einfach nicht. Ich finde es auch irgendwie total traurig, auch ein bisschen lächerlich. Ich meine, okay, dass sie sich vielleicht irgendwie auseinandergesetzt hätten mit ihnen, vielleicht irgendeinen anderen Kompromiss, aber das ist schon wirklich hart für I Love Cookies und ich hoffe einfach, dass sich das irgendwie wieder einrenkt. Vielleicht hat er irgendwie Commander Krieger auch die rettende Idee. Ich meine, er ist ja so der COD-Papa in meinen Augen, also der COD-Community-Bär. Und ja, es wäre echt schade, wenn I Love Cookies auch jetzt irgendwie dann aufhören würde wegen so einer Sache. Und was mich halt irgendwie, was ich total lustig finde, ist einfach, dass das immer alles während der Gamescom-Zeit. Ich meine, jetzt ist es draußen heiß, aber die ganzen Emotionen anscheinend auch irgendwie. Und das kann ich irgendwie nicht so richtig verstehen. Ich hoffe, dass da auf jeden Fall ja, was gefunden wird, eine bessere Lösung als wie sie jetzt ist. Ja, wie gesagt, sollten bloß mal so ein kurzes Update-Video sein. Vielleicht hat sich der ein oder andere auch gewundert, wie ich, dass keine Videos mehr da sind und so weiter und vielleicht diesen Facebook-Post und so weiter nicht gesehen hat. Ich wollte halt einfach bloß mal so ein kleines Update dazu machen, weil mich das auch irgendwie ein bisschen schockiert hat, wo ich das gerade gesehen habe. Ja, ich hoffe einfach, dass sie das irgendwie geregelt kriegen und ja, das soll es auch gewesen sein, weil ich echt noch total im Arsch bin von der Gamescom. Wie gesagt, richtig geil und ich werde mich jetzt einfach wahrscheinlich dann noch runter aufs Ohr hauen, noch ein paar Stunden schlafen, weil ich die letzten Nächte so wenig geschlafen habe und das soll es auch schon gewesen sein mit diesem Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder fleißig kommentiert und bewertet und ja, Leute, ich würde sagen, bleibt geschmeidig, locker flockig von der Hüfte, bis zum nächsten Video, euer Black Almas.